Kürze erreichen wir Buchholz in der Nordheide. Dort haben Sie Anschluss an den Regionalverkehr. Dieser Zug endet dort. Bitte alle aussteigen. Vielen Dank für Ihre Fahrt mit Start. Ja, ihr Lieben, damit sind wir am Ende unserer Heidebahnreise angelangt. Ich bedanke mich für euer Interesse und sage Tschüss und bis zum nächsten Mal. Halt! Das war der falsche Text. Nämlich das ursprünglich vorgesehene Schlusswort, als ich noch plante, die Strecke entsprechend der aufsteigenden Kilometrierung von Süd nach Nord zu beackern und das Thema Heidebahn in maximal 20 Minuten abzufrühstücken. Aufgrund der Fülle der mir vorliegenden Fotos und Filmszenen habe ich umdisponiert und kredenze euch einen Heidebahn-Zweiteiler. Dabei kümmern wir uns zunächst um den mir vertrauteren Nordabschnitt von Buchholz nach Soltau und stürzen uns auch gleich ins Getümmel. Den Bahnhof Buchholz habe ich bereits in einem Video gewürdigt und hinsichtlich der Heidebahn wäre erwähnenswert, dass deren Züge zumeist das Gleis 11 südlich des Empfangsgebäudes nutzen. Wir warten den Anschluss von der Regionalbahn 41 aus Hamburg ab und starten pünktlich, sofern nicht noch ein Güterzug von oder nach Maschen unseren Fahrweg kreuzt. Dann zeigt das Ausfahrsignal Langsamfahrt. Unsere RB38 schlängelt sich durch die Weichen und schwenkt von der Rollbahn Hamburg-Bremen ab. Um eines vorwegzunehmen, die Materialsammlung war anstrengend. Egal, ob ich mit dem Zug oder dem Auto unterwegs war. Als hauptabfuhrstreckenverwöhnter Schönwetterfilmer bin ich es gewohnt, Aufnahmeorte einfach so aufzusuchen und in Szene zu setzen, was ebenso fährt. Wird jedoch nur ein Nahverkehrsstundentakt geboten, muss ich mir genau überlegen, wann ich wo das Stativ aufbaue. Bei wechselnd bewölktem Himmel wurde es obendrein zu einer Lotterie, ob sich das beabsichtigte Motiv im Sonnenschein ablichten ließ. In Kombination mit der katastrophalen Betriebsqualität in Form hochverspäteter oder ausfallender Züge bedeutete das keine optimalen Voraussetzungen für erfolgreiche Fotosafaris. Und so herrschte auf meinen Heidebahn-Ausflügen nicht immer die beste Laune. Genug gemeckert, los geht's. Erster Stopp ist der am Buchholzer Einfahrvorsignal gelegene Haltepunkt Suhrhoop, der nicht zur Originalausstattung der am 30. September 1901 eröffneten Heidebahn zählt, sondern erst nach dem Zweiten Weltkrieg in Betrieb ging. Ursprünglich war sie als Nebenbahn konzipiert, deren Höchstgeschwindigkeit im Laufe der Jahrzehnte auf 80 km/h gesteigert wurde. Nach moderaten Ausbaumaßnahmen, im Wesentlichen die Aufhebung oder technische Sicherung etlicher Bahnübergänge, ist sie seit Dezember 2011 als Hauptbahn klassifiziert und auf weiten Abschnitten mit Tempo 120 befahrbar. Die Reisezeit auf den 45 Kilometern verkürzte sich um 10 bis teilweise mehr als 30 Minuten. Nutznießer war die Eriks GmbH, die seinerzeit ganz zufällig den Verkehr von DB Regio übernahm. Zugleich änderte sich das Fahrplankonzept grundlegend, was natürlich nicht dem Eriks, sondern der Landesnahverkehrsgesellschaft Niedersachsen zu verdanken ist, die sich 15 Jahre nach Beginn der Regionalisierung endlich zur Bestellung eines Stundentakts durchrang. Der Eriks, der hier mit dem Zusatz der Heidesprinter auftrat, ist zumindest auf dieser Strecke schon wieder ein Fall für die Geschichtsbücher. Seit 2021 ist die 100%ige DB-Tochter Regionalverkehre Start Deutschland im Einsatz. Mit denselben Triebzügen, die lediglich ein paar neue Aufkleber angepappt bekamen. Die altbekannten Fahrzeug- und Personalprobleme sind, wie ich am eigenen Leibe spüren durfte, schlimmer denn je. Durch überwiegend waldiges Gelände geht es nach Holm-Seppensen. Genaue Daten zur Umwandlung diverser Bahnhöfe zu Haltepunkten sind schwer zu finden. Die Angaben im Internet sind teilweise unklar oder widersprechen sich. Holm-Seppensen kenne ich bewusst nur als Haltepunkt. Laut Stellwerke-Info erfolgte die Stilllegung der Signalanlagen 1983 oder 85. Wie auch immer, das Empfangsgebäude fungiert als Kulturbahnhof. Ein kleines Veranstaltungszentrum und präsentiert sich in hervorragendem Zustand.
Es folgt der 1957 eröffnete Haltepunkt Büsenbachtal. Ein gleichnamiger Ort existiert nicht. Der HP liegt im zu Hannelore gehörenden Dörfchen Wörme. Vor dem Streckenausbau gab es zwei Bahnsteige beiderseits des BÜ, einen für jede Fahrtrichtung. Heute kaum noch vorstellbar, wo man versucht, so wenig Meter Bahnsteigkante wie möglich zu unterhalten. Mit Handeloh erreichen wir den ersten echten Bahnhof. Er besteht aus dem durchgehenden Haupt- und einem Kreuzungsgleis. Die Nebengleise für den örtlichen Güterverkehr sind verschwunden. Auch nach Heraufstufung der Strecke zur Hauptbahn ist das im Empfangsgebäude untergebrachte mechanische Stellwerk von 1938 weiterhin in Betrieb und mir sind keine Planungen zum Ersatz durch moderne Leit- und Sicherungstechnik bekannt. Selbst die Formsignale blieben erhalten. Die bestehenden Außenanlagen wurden sogar um Ausfahrvorsignale ergänzt. In Handeloh findet immer zur Minute 30 die planmäßige Begegnung der Regionalbahn statt. In Tagesrandlagen, wenn keine Kreuzungen mehr anstehen, ist der Bahnhof durchgeschaltet. Beide Einfahr- sowie die Ausfahrsignale am durchgehenden Hauptgleis zeigen dann ständig Fahrt. Es geht weiter durch den Wald. Südlich von Handeloh allerdings in einer breiten Schneise mit viel Platz zwischen Gleis und Bewuchs. So wünscht man sich das auch auf den Magistralen, auf denen nur allzu oft Bäume in der Oberleitung landen. Die BÜ-Modernisierung treibt mitunter seltsame Blüten. Wie in Kilometer 118,6, wo früher ein paar Andreaskreuze zur Sicherung des Waldwegs genügten. Jetzt steht hier eine supermoderne Anlage und die Beschilderung an den zulaufenden Straßen ist äußerst regelkonform ausgeführt, wenngleich dort seit deren Aufstellung vermutlich noch kein Fahrzeug vorbeigekommen ist. Nach der höhengleichen Kreuzung der Bundesstraße 3 ist bald der Haltepunkt Wintermoor erreicht. Das Empfangsgebäude ist angesichts diverser Um- und Anbauten kaum mehr als solches zu erkennen. Seit wann Wintermoor ein Haltepunkt ist, vermag ich nicht zu sagen. Das Stellwerk ging angeblich 1979 außer Betrieb. Auf Fotos von 1983 sind jedoch fahrtgebietende Hauptsignale zu sehen. Spätestens 1985 waren sie verschwunden. Vielleicht weiß es ja irgendjemand genau und kann mich aufgleisen. Hinter Wintermoor öffnet sich die Landschaft vorübergehend und wir pflügen durch Wiesen nach Barl. Der Ort besteht aus geschätzt 3 Häusern und wer nicht weiß, dass es hier mal einen Bahnhof gab, wird so gut wie keine Relikte davon entdecken. Das Stellwerk steht noch. Es ist seit dem 29. September 97 um 10 Uhr außer Betrieb. Barl hatte Bedeutung für den Militärverkehr zum nahegelegenen britischen Truppenübungsplatz Camp Rheinseelen und war in der Regel nur beim Verkehren entsprechender Züge besetzt. Der Personenverkehrshalt wurde 1989 aufgehoben. Aus Barl stammen die so ziemlich ältesten Fotos in meinem Archiv, denn anlässlich des 85. Heidebahn-Geburtstages konnte man auf dem Militärbahnhof ein paar hundert Meter mit dem Preußenzug der Braunschweiger Verkehrsfreunde pendeln. Vor eben diesem posiert der damals 8-jährige Gustav Richard und abgesehen davon zeigen uns die roten Farbtupfer auf dem Bild, dass man die Rückseite von Fotos niemals mit Tinte beschriften sollte. Wir kurven weiter nach Schneverdingen und überqueren das Dumpetal, das die Heidebahn einst auf einem dreibogigen Viadukt kreuzte. Dieses ist seit 1998 bis auf einen Durchlass für Wanderer, Radler und Kutschen verfüllt. Apropos Kutschen. Schneverdingen oder auch Snevern ist insbesondere während der Heideblüte ein Touristenmagnet. Vom Zug aus ist die violette Pracht allerdings nur selten zu sehen. Der ebenfalls mit einem mechanischen Stellwerk von 1938 ausgestattete Bahnhof ist auf ein Mindestmaß zurechtgestutzt. Fahrzeugausstellungen wie zu diversen Heidebahnjubiläen sind dank der restlos entfernten Nebengleise nicht mehr möglich. Planmäßige Reisezugkreuzungen finden nur im morgendlichen Berufsverkehr statt. Allerdings wird das Überholungsgleis bei Verspätungen oder für die Durchführung von Güterzügen rege genutzt, was mir die Gelegenheit gibt, einen Blick auf das Betriebsgeschehen zu werfen. Wie bereits angedeutet, fährt die RB 38 außerhalb der Frühhauptverkehrszeit im Stundentakt von Buchholz durchgehend bis Hannover. Am Wochenende und an Feiertagen ist Hamburg-Harburg der nördliche Endpunkt.
Die Züge sind aus Triebwagen der Baureihe 648 gebildet. Als ich mich zwecks Recherche auf und an der Heidebahn herumtrieb, waren die meisten lediglich einteilig unterwegs. Die lapidare Bemerkung, ein Wagen fehlt, in der reisenden Auskunft war dabei eine sehr wohlwollende Umschreibung dafür, dass ein Zug bloß die Hälfte der vorgesehenen Kapazität aufwies. Neben der RB 38 begegnen wir auf diesem Abschnitt sogar planmäßigem Güterverkehr. Mehrmals pro Woche fährt ein ausgewachsener Containerzug aus dem Hamburger Hafen via Schneverding nach Soltau, um über die Amerika-Linie zur Ausweichanschlussstelle Harbert zu gelangen. Diese Fuhre bringt echtes Seehafen-Hinterlandverkehrsfeeling auf die Strecke. Darüber hinaus lassen sich gelegentlich kleine Schmankerl beobachten, die die Heidebahn zur Durchreise nutzen. Etwa dieses 60 km/h Löcklein von Hamburg-Eidelstedt nach Seelze. Zurück nach Schneverding, das 1995 Schauplatz eines glimpflich verlaufenden Unglücks war. Bei der planmäßigen Kreuzung zweier Regionalbahnen fuhr der Triebfahrzeugführer des Zuges Richtung Norden trotz Halt zeigendem Ausfahrsignal ab. Er erhielt eine Zwangsbremsung, setzte jedoch die Fahrt fort und kollidierte noch im Bahnhof in einem Rechtsbogen mit dem Gegenzug. 102 Verletzte waren zu beklagen. Das hätte schlimmer ausgehen können, denn die südwärts fahrende Regionalbahn war voller Hamburger Schüler auf dem Weg zum Heidepark Soltau, die wegen des evangelischen Kirchentags aus ihren Räumlichkeiten ausquartiert worden waren. Wir verlassen Schneverding und fahren in Sichtweite des Pietzmoors vorbei, das der Besucher auf Holzbohlenwegen durchqueren kann. Aus Snevern und den weiter südlich gelegenen Streckenabschnitten kann ich euch auch ältere Fotos aus dem Archiv eines gestandenen Heidebahnfahrdienstleiters präsentieren, die dieser mir freundlicherweise zur Verfügung gestellt hat. Bis 1989 wurde der Verkehr auf der nördlichen Heidebahn vorwiegend mit den legendären Uerdinger Schienenbussen der Baureihe 796 abgewickelt. So habe ich die Strecke kennengelernt. Ergänzt wurde das Angebot durch mehrere mit der guten alten Baureihe 218 bespannte Eilzugpaare Hamburg-Hannover. 1989 verschwanden Schienenbusse und 218er. Als die neue Heidebahn vermarktete Triebwagen der Baureihe 628 übernahmen den Gesamtverkehr. Fortan wurden keine direkten Züge mehr von Buchholz nach Hannover angeboten. In Soltau musste umgestiegen werden, wobei die Anschlüsse häufig eher zufällig gerieten. Erst seit 2002 gibt es wieder Durchläufer über die komplette Heidebahn. Kümmern wir uns aber weiter um die Infrastruktur. Ein Opfer des Streckenausbaus ist der Haltepunkt Hemsen, dessen ehemalige Lage in Kilometer 101,6 nur noch zu erahnen ist. Auch während seines Bestehens gab sich das von lediglich zwei Laternen erhellte Stationchen, das in grauer Vorzeit sogar ein Bahnhof mit Stellwerk gewesen sein soll, eher unauffällig. Der letzte Reisezug hielt am 30. September 2010. Deutlich länger als Hemsen, nämlich bereits seit 1981, ist der zwischen ein paar Bauernhöfen gelegene Haltepunkt Gröbs Geschichte. Sämtliche Hinweise auf ihn sind aus der Landschaft getilgt, aber auf diesem historischen Foto ist zumindest der verwaiste Bahnsteig zu erkennen. Um ein Haar wäre damals nicht bloß der HP Gröbs verschwunden, sondern die gesamte Strecke Buchholz-Soltau, über der seit den späten 70er Jahren die Einstellung des Personenverkehrs gleich einer dunklen Wolke schwebte. Rechts und links des Gleises formierten sich Anwohnerproteste, die 1984 in der Gründung des Aktionskreises Rettet die Heidebahn gipfelten. Durch gezielte Werbung im Einzugsgebiet der Strecke und die Organisation zahlreicher Sonderzüge gelang die Trendwende, gestärkt durch den erwähnten Ersatz der betagten Schienenbusse durch die damals topmodernen 628er bei gleichzeitiger Ausweitung des Fahrplanangebots. Verkehrten Anfang 1989 montags bis freitags ganze 7 durchgehende Zugpaare mit teils 4-stündigen Bedienungslücken zwischen Buchholz und Soltau, schnellte deren Zahl mit Einführung der neuen Heidebahn auf 13. Zurück in die Gegenwart. Aktuell fahren an Mo bis Fr von Buchholz nach Soltau 20, von Soltau nach Buchholz sogar 22 Züge. In einem von ihnen nähern wir uns dem Haltepunkt Wolterdingen, aufgrund der Nähe zum Heidepark zumindest in der warmen Jahreszeit häufig Ziel
durchaus mal größere Reisegruppen wie Schulklassen. Auch Wolterding ist einer jener Bahnhöfe, über deren Umwandlung zum Haltepunkt mir keine konkreten Angaben vorliegen. Zwar wurde das örtliche Personal Ende 1979 abgezogen, Fotos zeigen allerdings durchgeschaltete Signalanlagen noch weit in die 80er Jahre und lokalen Güterverkehr gab es erwiesenermaßen bis mindestens 1987. Nachdem die Strecke von Snevern bis Wolterdingen meist gut einsehbar war, geht es nun wieder durch Wald zum in den 50er Jahren eingerichteten Haltepunkt Soltau Nord. Hier befindet sich die einzige verbliebene Blinklichtanlage der Heidebahn. Alle anderen wichen beim Ausbau langweiligen Lichtzeichen mit Halbschrank. Wie Büsenbachtal hatte Soltau Nord einst zwei Bahnsteige. Heute muss der verbliebene nördliche genügen. Dann legt sich die von Buchholz anrollende Regionalbahn in einen mit Tempo 70 befahrbaren Rechtsbogen und überquert die von Uelzen kommende Amerika-Linie, an die sie sich am BÜ der Bundesstraße 3 anschmiegt, bevor sie in die südlichen Gleise 5 oder 7 des Bahnhofs Soltau mündet. Die Heidemetropole kann mit zwei weiteren Bahnlinien aufwarten, nämlich den Sinon-Strecken nach Lüneburg und Celle, die mit Soltau Süd einen eigenen Bahnhof nutzen und über ein Gleis mit dem Staatsbahnhof verbunden sind, ihren Personenverkehr aber schon 1975 verloren. Über das Geschehen in Soltau wachen drei Stellwerke von 1935. Der Fahrdienstleiter auf SMF am westlichen Bahnsteigende sowie die Weichenwärter auf SO am BÜ der Walsroder Straße und SW in der Ausfahrt Richtung Langwedel und Hannover. Immer zur vollen Stunde begegnen sich die Züge der Heidebahn. Jede zweite Stunde gesellen sich die Regionalbahnen der Amerika-Linie hinzu, sofern sie denn verkehren, was des Öfteren an fehlenden Fahrzeugen oder Personalmangel scheitert. Mit Glück kann man bei entsprechender Verspätungslage sogar eine Parallelausfahrt erleben. Für den Rest der Stunde herrscht Ruhe über den Soltauer Bahnanlagen, wenn sich nicht gerade der Haberaner Containerzug, die Übergabe aus Weißrode, mit der wir uns im zweiten Teil beschäftigen werden, oder ein zur Tankstelle rangierender 648er die Ehre geben. Das Empfangsgebäude macht aus der Ferne einen netten Eindruck, wirkt bei näherer Betrachtung jedoch verwaist. Anders als das vor Jahrzehnten aufgegebene Bahnbetriebswerk, in dem die Heidewerkstätten Minerva ein Gebrauchtwarenzentrum betreiben. Jo, damit wäre das Etappenziel erreicht. Wenn ihr Lust habt, könnt ihr mich demnächst auf der Weiterreise in Richtung Hannover begleiten. Für heute ist's genug, deswegen jetzt noch einmal die zeitlich passende Verabschiedung. Ich bedanke mich für euer Interesse und sage Tschüss und bis zum nächsten Mal.